Das Handy kann im Urlaub für ganz schön Tumult und Ärger sorgen. Welche Tricks es gibt und wie ihr euch den Urlaub mit dem Handy noch etwas verschönert, zeigen wir in diesem Video. Roaming, Diebstahl, Akkuverbrauch. Der Urlaub in den Alpen, am Mittelmeer oder in der Traumstadt zählt zu den Highlights im Jahr und sollte dementsprechend ohne Komplikationen ablaufen. Gerade das Handy sorgt aber immer wieder für schlechte Stimmung auf der Reise. Mit diesen Tipps wird der Urlaub sorgenfrei. Tipp 1. Urlaubstarife checken und den eigenen Vertrag prüfen. Häufig sind kleine Inklusivleistungen enthalten, die im europäischen Ausland genutzt werden können. Tipp 2. Kappt die Datenverbindung im Ausland oder schränkt sie ein. Bei Android-Geräten kann das Limit frei eingestellt werden. Tipp 3. Widgets und automatische Aktualisierungen abschalten. Das spart Datenvolumen und der Stresspegel lässt nach. Tipp 4. WLAN im Hotel nutzen. Die meisten Hotels bieten kostenlose Netze, die für die Grundversorgung mit Daten genügen. Tipp 5. WhatsApp und Skype-Telefonie nutzen. Die Telefonfunktion ist kostenlos und für den abendlichen Gruß nach Hause genügt die Verbindungsqualität und das Hotel-WLAN. Tipp 6. Anrufen lassen. Wer klassisch telefonieren will, sollte sich anrufen lassen. Gespräche aus Deutschland in die Ferne sind weitaus günstiger als andersherum. Tipp 7. Vorsicht, Diebe! Gerade auf Reisen ist Vorsicht geboten. Am Strand lässt sich das Smartphone unauffällig, zum Beispiel in einem präparierten Buch, verstecken. Sonst lieber direkt am Körper tragen oder im Hotelsafe lassen. Tipp 8. Adapter für Steckdosen mitnehmen. In einigen europäischen Ländern gibt es andere Steckerformen. Empfehlung bei Fernreisen? Andere Netzadapter wegen unterschiedlicher Spannungen und Frequenzen vor Ort kaufen. Tipp 9. Zusatzakku mitnehmen. Gerade bei Wandertouren oder fernab der Zivilisation ist ein bisschen Zusatzenergie nicht verkehrt. Tipp 10. Für Naturfans. Solarladegeräte sind leichter und umweltschonend. Dazu werden sie bei entsprechendem Wetter nie leer. Nützen aber auch nichts, wenn die Sonne nicht scheint. Tipp 11. Apropos Sonne. Das Handy sollte nie in der prallen Sonne liegen. Die Hitze setzt nicht nur der Elektronik, sondern auch dem Akku zu. Tipp 12. Vor Staub und Wasser schützen. Zippertüte drum und fertig ist die Laube. Schicker ist nur eine Otterbox oder gleich ein Smartphone, das wasser- und staubdicht ist. Tipp 13. Das Smartphone als Reisefotoapparat. Ein kleines Reisestativ wie die Gorilla-Pods oder ein günstiges Tischstativ bringen mehr als jeder Selfie-Stick. Dazu eine Weitwinkellinse und schon stehen tollen Bildern nichts mehr im Weg. Tipp 14. Schon zu Hause den Speicher leer machen. Alte Bilder runter und lieber auf dem Computer speichern. Dann bleibt auch genug Platz für neue Fotos. Tipp 15. Urlaub heißt abschalten. Trotzdem oder genau deshalb ist davor die beste Zeit, die neue Lieblingsmusik aufzuspielen. Tipp 16. Entspannung ist gut, ein kleiner Lautsprecher versüßt trotzdem die romantische Zeit am Strand oder den monumentalen Blick vom Berggipfel. Tipp 17. Keine Lust auf Landkarten? Dann einfach schon zu Hause Offline-Maps herunterladen. Hier oder Apps wie City Maps to Go bieten Karten zur freien Nutzung auch ohne Netzanbindung an. Tipp 18. Genau so läuft es bei Handy-Reiseführern. Einige Apps wie Travel Guide von Marco Polo oder der Reiseführer TripWolf bieten das Feature an. Tipp 19. Noch ein kleiner Tipp für Organisationsfreaks. Die wichtigsten Kontakte sollten vor einer Reise mit der deutschen Landesvorwahl plus 49 gespeichert werden. Das hilft gegen versehentliches Verwählen und schon Nerven und Zeit im Urlaub. Mit unseren Tipps und Tricks sollt ihr einen entspannten Urlaub haben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Und jetzt noch zum Abschluss Tipp 20. Das Handy braucht niemand am Strand. Also, lass es einfach liegen.